ho, meine Lieben. Mein Kanal, mein Leben, meine Entscheidungen und ja, so hat sich jetzt der Kanal halt entwickelt, dass er hauptsächlich momentan viele andere Sachen zeigt aus meinem Leben, bis ich wieder einen schönen Grillplatz habe, schöne Grillmöglichkeiten und ja, das wisst ihr ja mittlerweile, ich warte immer noch auf mein Schrebergärtchen, ich hoffe immer noch drauf, dass ich eins bekomme. Aber das kann dauern und im Moment ist mir persönlich sehr wichtig meine Motorradfahrerei und auch dazu mache ich kleine Videos, wenn ich wohin fahre. Ich versuche das ja natürlich auch immer mit Grillen zu verbinden, wenn es möglich ist. Ja, und ansonsten einfach schöne Videos machen oder eben Küchenvideos. Aber heute geht es jetzt nochmal um Motorradfahren. Wir gehen jetzt runter, ich nehme euch mit und habe übrigens wieder den Mini-Pringel in der Hand, meine kleine Cam und ja, dazu gibt es dann eine kleine Erklärung. Gewisse Leute sollten da unten dann ganz genau zuhören, was ich sage und erstmal ihr Hirn einschalten, bevor sie dann sinnlose Kommentare rausjagen, mich privat anschreiben oder sonstiges. Also ganz genau zuhören, ganz genau rechnen und ja, gehen wir runter. Leute, und jetzt ganz genau zuhören. Also, der Plan war, die hier einzustampfen. Wirklich einzustampfen. Der Plan war bis vor einer Stunde oder einer halben Stunde. Oh, ja. Aber der hat sich gerade höchstwahrscheinlich geändert. Ich habe mir gestern was angetan. Ich habe mir nochmal für billig Geld eine FZ geholt. Mit absolut Top-Reifen, niegelnagelneue, kann man fast sagen. Also die haben noch gut Profil. Sprich, allein die Reifen mit Montage etc. pp. Der Kaufpreis. Astreiner Verkleidung. Zerlegt ist die jetzt nur, weil der Spritschlauch undicht ist, aber ich habe das Problem, das Gerät hat einen anderen Lenker drauf und mit dem komme ich nicht wirklich zurecht und jetzt bin ich ganz schwer am Überlegen, dass die hier, die neue, zwei Jahre jünger, die werde ich schlachten und alles in die andere FZ umbauen. Sprich, hier die Vergaser sind in Ordnung. Ich baue die komplette Vergaseranlage um. Die kompletten Verkleidungen. Und ja, baue mir meine FZ sozusagen wieder auf. In dem Sinne für günstig Geld. Verkauf von der hier noch ein paar Teile. Und tja, mit viel Glück hole ich da wieder ein bisschen was raus und dann ist alles gut. Und das Ganze wird höchstwahrscheinlich nächste Woche stattfinden. Sprich, aus diesem Grund ist hiermit meine Urlaubstour in Osten leider, leider wirklich komplett gestorben. Es tut mir recht herzlich leid an die drei Leute, wo ich anfahren wollte. Ich könnte selber heulen deswegen. Hätte mir verdammt viel Spaß gemacht. Aber erstens, ja, ich hätte da noch ein paar Euros dazu gebraucht. Hätte ich vielleicht noch aufgebracht. Aber
Mir ist in dem Falle jetzt definitiv wichtiger, dass ich wieder ein fahrbares Moped habe. Ein Moped, was richtig geil ausschaut und ja, die Verkleidungen schauen richtig geil aus. Und deswegen ziehe ich das eben so durch. Jo, und im Prinzip, wenn man rechnet, dass ich dann bald neue Reifen gebraucht hätte, Vergaserreinigung, pipapo, komme ich viel billiger weg. Viel, viel billiger. Ja. Gut. Ich hole mir jetzt neue Spritzschläuche, mache die Spritzschläuche rein, probiere trotz allem nochmal mit diesem Lenker zu fahren und ja, danach wird das Teil abgemeldet. Nächste Woche wird alles umgebaut. Ich denke, dazu wird es auch noch ein paar nette Videos geben, die kommen dann auf dem anderen Kanal raus. Genau, so mache ich das. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zugucken. Und ja, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.